Die alte Klipkaner Schule am Dienstagvormittag. Die Klassenzimmer sind verwaist, Möbel stehen achtlos in den Fluren herum. Ein dickes Kabel schlängelt sich nutzlos durch das Treppenhaus ins Erdgeschoss. Die Tage des Gebäudes an der Bahnhofstraße sind gezählt. Die Stadt lässt die Schule abreißen, um Platz für die neue Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg und für Wohnhäuser zu schaffen. Mitte Mai kommen die Bagger. Letzte Gelegenheit für eine Spurensuche. Die NWZ hat Gerit Bedeker und Günter Klose, die an der Klipkanne vor einem halben Jahrhundert ihren Abschluss gemacht haben, zu einem Spaziergang in die Vergangenheit eingeladen. Und dazu auch ihren alten Lehrer Karl Otto Messer gebeten.